Hallo und herzlich willkommen beim weiteren Splatoon-Video. Ihr seid bestimmt schon ganz gespannt, genauso wie ich, wie wohl das Splatfest ausgegangen ist. Team süß, sauer oder scharf. Und wir schalten jetzt sofort rüber nach Splatville in die Nachrichtenstudios. Ja, wer hätte das gedacht? Süß hat gewonnen. Das war auch abzusehen. Ich war eigentlich bis auf einmal gegen Sauer, war ich immer nur gegen Team Süß angetreten. Drei Farbkampf habe ich gar nicht gehabt. Es war aber auch abzusehen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte mich im Nachhinein für Team Süß entscheiden sollen, weil Muri mir am besten gefällt. Und zweitens die Farbe mir auch ziemlich gut gefällt. Und naja, egal. Das ist nur ein Spiel und das nächste Mal werde ich das Team nehmen, wo. Och, wie heißt dieser Manta-Rochen da hinter mir nochmal? Ach, ich sag wurscht. Marco. Ist es Marco? Ja. Ja, das ist ein bisschen peinlich, ne? Wenn man die. Ja, es ist. Wenn man die Namen immer noch nicht weiß. Mantaro. Ja, Mantarochen. Mantaro, ja. Egal. Auf jeden Fall. Das ist das Ergebnis vom ersten Splatfest 2023. Ja, wir machen Beute, Leute. Team Süß hat gewonnen. Ich habe mein Splatfest-Shirt leider wieder abgeben müssen. Und habe wieder dieses zerrissene Hemd an. Werde mich jetzt mal schnell erstmal umziehen gehen, wenn es euch nicht ausmacht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich nehme Weiß. Das ist schön clean, das sieht schön sauber aus. Und den Klecksdoppler, den behalte ich. Und dann geht's jetzt rein. Wir spielen wieder drei knackige kurze Runden. Und einfach mal wieder so, um reinzukommen ins Spiel. Ich werde jetzt noch einen Klecksdoppler spielen und die nächsten Splatoon-Videos werden dann, will ich dann mal wieder Turmkommando spielen. Oh, der Krabbenpanzer, guckt ihn euch an. Und, wie heißt es nochmal, Muschelchaos und Goldfisch, Operation Goldfisch.
werde ich das nächste Mal dann spielen in den nächsten Videos und euch dann auch zeigen, wie das so funktioniert. Ich habe jetzt Splatoon 3, glaube ich, noch gar nicht diese Anarchie-Modus, oder wie man sie nennt, gespielt. So, jetzt geht los. Erste Runde. Cool, cool, cool. Ja, auf dieser Map waren wir gestern im Splatfest auch einige Male. Die ist nicht ganz ohne und, oh, wir haben eine wunderschöne Farbe, Violett, ja. Die ist nicht ganz ohne, die ist ziemlich verwindet, ziemlich verschachtelt. Das ist Einfärben nicht so einfach, aber es wäre ja langweilig, wenn es immer einfach wäre. Und, ja, Kampfpanzer jetzt erstmal feuerfrei, mit dem kann man ziemlich weit schießen. Und, auch ziemlich guten Gegner treffen, leider hält er nicht lange an. Meine absolute Lieblings-Ulti-Waffe, nämlich der Tintenschock, den gibt es jetzt bei Splatoon 3, meine ich überhaupt nicht, weil mit dem kann man wirklich am effektivsten Gegner wegsplatten, wenn sie direkt neben einem stehen. Aber ja, öfters mal was Neues. Es gibt auch Ulti-Waffen, die sind richtig cool, aber die Waffen selbst fallen mir ziemlich schwer, die Handhabung und ja, das ist ein bisschen, ja, so dieser Krabbenpanzer, das ist halt eher eine Fernwaffe. Da wird man dann auch, wenn jemand nebendran ist oder hinter einem ist, ziemlich schnell weggesplattet. So, bisher sieht es ziemlich ausgeglichen aus, 50-50. Mal gucken, an wen die erste Runde geht, an Team Violett oder Team Orange. So, Zenny haben wir weggesplattet. So, diese Stelle hier, die ist ziemlich tricky. Das sind ganz oft Gegner. Beim Splatfest gestern, das war richtig heftig. Da waren ständig Gegner. Mr. Foxy Boy, Mr. Foxboy und auch den TNT Tornado haben wir hier erledigt. Ja, killsmäßig sieht es jetzt ganz schön. Sieht es gar nicht so schlecht aus. Na, kriegen wir den noch? Nee, den kriegen wir nicht mehr. Mr. Foxboy hat uns gerecht. Hat sich gerecht an uns. Und weggesplattet. So, springen. Ja, toll. So eine tolle Stelle zum Hinspringen. Gleich ins Eck rein. Na, hinter der Ecke verstecken. Kriegt er mich oder kriegt er mich nicht? Kriege ich ihn? Jetzt geht natürlich die Tinte aus. Na, toll. Super. Ja, aber diese Haftbomben, die verbrauchen sehr, sehr, sehr viel Energie. Energie, ja auch. Tinte und dann ist halt der Tintentank gleich leer. Aber die letzten Sekunden laufen. Eins und... Oh, ein Doppelkill noch zum Schluss. Aber ich glaube, diese Runde geht an Gegner. Ja, Team Orangensaft hat die erste Runde gewonnen. Boy, Mr. Foxboy, das ist so ein Samurai-Outfit. Das sieht ja mal cool aus. Ich muss unbedingt mein Outfit jetzt auch mal langsam wieder mehr anpassen. Ich brauche unbedingt mal wieder Gummistiefel und auch Gasmaske. Weil die Gummistiefel, die gibt es ja im Salmon Run zu gewinnen. Bei der Berg GmbH. Und da werde ich dann auch ein separates Video dazu machen. Salmon Run habe ich jetzt bei Splatoon auch 3 auch. Ah, doch, einmal habe ich es gespielt. Aber nicht so richtig. Es war ziemlich. Also mit Kumpels zusammengespielt. Aber die ganze Einführung und so, die haben wir alle geskippt. Die werde ich dann natürlich fürs Video für euch, für alle, die vielleicht neu bei Splatoon sind und sich das so ein bisschen erklären lassen wollen, werde ich euch das dann zeigen, wie der Salmon Run so funktioniert. So, und der Kampf beginnt. Runde 2. Oh, Ink Girl. Wir spielen mit einem Ink Girl und... Ja, die Gegnerfarbe auch sehr interessant. Und los geht's. So, cool, cool, cool. Jawohl. Die Bäume kann man gar nicht mehr einfärben.
Bei Splatoon 2 konnte man, und ich glaube auch, meine ich, bei Splatoon 1 konnte man auch die Bäume anspritzen und dann ist die Tinte da so runtergetropft. Und dann, wenn sie runtergetropft ist, hat man im Nachhinein, sind glaube ich im Nachhinein noch Punkte gewertet worden. Und diese Map übrigens, das ist eine Splatoon 1 Map. Ich meine, die gab es auch bei Splatoon 1, diese Map. So, wir haben wieder den Krabbenpanzer. Jetzt geht's los. Der trifft auch ganz schön weit. Ja, da ist jemand. Den. Nee. Leider nicht. Der trifft eher uns. Was, die Gegner sind schon wieder vor der Haustür. Ey, nee, oder? Eieieiei. Ja, das kommt vor, wenn Leute disconnecten oder aus dem Spiel rausgehen. Warum oder wie auch immer. Dann geht das Spiel trotzdem weiter und die Punkte werden trotzdem gezählt. Aber manchmal, also beim Splatfest gestern, das ist dann das Spiel komplett abgebrochen worden. Manchmal ist man auch bloß zu dritt gewesen und auch das Spiel ist voll ist also weitergegangen und ist war auch voll gültig. Ich weiß nicht, was da der Unterschied ist. Ob man wegen der Verbindung, wenn da disconnected ist, oder ob man selber, wenn man selber rausgeht, oder welcher Unterschied da gemacht wird. Keine Ahnung, was da Nintendo entscheidet oder wie oder was. Also nicht Nintendo, aber was halt Nintendo programmiert hat. So, zack. Ingirl haben wir nicht erwischt. Das ist da hingesprungen. Oder haben wir es noch erwischt? War das jetzt unser Kill? Na, ist egal. ja, aber hier, die sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Die stehen von vor der Haustür. Ja, da nennt sich jemand Squid Party. Na toll. Ja, das ist dann natürlich ärgerlich. Wenn so ein Fall eintritt, das rate ich auch. Also ich will es nicht raten, das ist halt jetzt mein, so wie ich es mache. Wenn man halt wirklich sieht, okay, ein Sieg ist eigentlich ausgeschlossen. Trotzdem weiterkämpfen, weil die Punkte zählen ja trotzdem, als die Schwerpunkte, und man kann ja trotzdem Punkte machen. Punkte sind wiederum Geld und für Geld kann man sich schöne Sachen kaufen. Neue Waffen, neue Ausrüstung und so weiter und so fort. So, den Krabbenpanzer nehmen wir noch mit. Oh nein, nein, nicht. Ich will meinen Krabbenpanzer aktivieren, aber schade. So, die letzten Sekunden. 4, 3, 2, 1... Ende. Ja, und auch Runde 2 geht an den Gegner. Der winkt uns mal gut zu, Kevin. Kevin, nein. 0 zu 2 für das Gegnerteam. Jetzt, alle guten Dinge sind 3 im dritten Durchgang, sollten wir aber dann mal gewinnen. Also das heißt ich. Ach ja, wir sind ja ein Team. Krabbenpanzer, der ist schon ziemlich cool. Also, abgesehen vom Highhammer ist das meine Lieblings-Ulti-Waffe. Aber ist ja rein optisch. Gut, also man kann auch skillmäßig ziemlich viel rausholen mit dem Krabbenpanzer, wenn man richtig mit umgehen kann. So, wir haben Farbe Gelb. Das heißt, mit unserem Outfit und mit unserer Waffe sehen wir ein bisschen aus wie der Emperor. Oh! Imperator aus den aus den Splatoon-Mangas. Übrigens, wie versprochen, angekündigt, möchte ich Videos machen, auch über Splatoon-Merch, also den Merch, wo ich habe, und ja klar, Splatoon-Merch, wo ich nicht habe, kann ich euch nicht zeigen. Nicht die Wände, kipp den Boden. Da gehören auch die Mangas dazu. Zack. Ja, diese Stelle, die ist wirklich tricky. Aber, danke.
ich wurde schon gerecht. Und natürlich möchte ich auch euch, wenn es geht, in Zukunft auch so ein bisschen auf dem Laufenden halten, was Splatoon angeht. Mach's halt auf meine Art und Weise. Ich zeig eben die Sachen, die mir so gefallen und alles. Lasst euch einfach mal überraschen. Das Ganze soll ja noch Spaß machen. Übrigens, wenn ihr Vorschläge oder Ideen habt, gerne immer in die Kommentare. Lob, Kritik, Anregung, dann gerne in die Kommentare. Sind immer willkommen. So, ja, toll. Hat alles nichts gebracht. Wie heißt der? Hela Rela? Hat uns weggesplattet. So. Die Farben sind wirklich wunderschön. Also mit Gelb splatte ich auch ziemlich gerne. Also wie gesagt, Blau, Grün und Gelb. Also diese Farben, mit denen splatte ich wirklich am liebsten. Das sieht richtig cool aus, richtig schön aus. Ja, die Haftbombe. Die Haftbomben, die... Na, Killimam nehme ich noch mit. Die Haftbomben, Killimam. Die Haftbomben, die verbrauchen wirklich sehr viel Farbe, sehr viel Tinte. Und wenn man die mal geworfen hat, dann... So, und ich springe in den Tod. Ja, die Sniper. Man kennt sie eben. So sind sie. Das heißt, Haftbombe werfen und dann gleich wieder auffüllen, weil dann gleich weiter splatten und dann hat man einen Gegner vor sich, dann ist es eigentlich schon, ja, der sichere Splat-Tod. So, die letzte Minute läuft. Ja, oh, das haben wir noch geschafft. Ah, Tinte auffüllen! Tinte auffüllen, schnell, kipp! Ja! Ah. Das ist doch die, wo uns vorhin weggesplattet hat. Ja. L. 5, 4, 3, 2, 1. Das war's. Ja, wie ihr seht, meine Win- und Lose-Animationen, die ruckeln auch manchmal ganz schön. Ich weiß nicht, an was es liegt, ob es am OBS liegt oder keine Ahnung. Aber die blende ich ebenso gerne ein. So, und wir haben auf unser weißes Shirt auch einen neuen Effekt. Wunderbar. Bravo, bravissimo. Ja, Leute, das war's. 1-2 für den Gegner. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Ach, ihr wisst Bescheid. Wenn euch Splatoon interessiert, wenn euch Gaming an sich interessiert, aber wir spielen hier hauptsächlich Splatoon und Story Games. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Habt eine schöne Zeit, bleibt neugierig und keep Supernova over and out.